So hi, I'm Sneha. I'm actually an intern, yeah, and I'm working now as a ranger. So Ilisegret, yeah, it is a conservation island, so we conserve and preserve animals and also plants, right? So we protect them because long ago we had many of them, but because of deforestation, etc., now we almost lost some of them. But now as we are protecting, so we are gaining much of them. Thank you very much. Vlog, wo wir am Strand waren und gesagt haben, dass hinter uns so eine Insel ist, die so aussieht, wie Mauritius vor 400 Jahren ausgesehen haben muss. Das ist eine bestimmte Insel, die so aussieht, wie vor 400 Jahren Mauritius mal ausgesehen haben soll, ja, weil das so ein Naturschutzprojekt ist. Die machen wir gerade hier am letzten Tag und es passt so geil, dass wir jetzt quasi Mauritius einmal zwei Monate lang so gesehen haben und jetzt heute so, wie es echt mal ausgesehen haben muss, wo noch keine Menschen hier waren. Und das gehört hier, also gehört, hier hat keiner Zutritt außer die Organisation, die sich hier um kümmert. Und nur mit der kann man auch hier so eine Tour machen und die machen wir hier gerade. Genau. Und für den Anfang direkt erstmal Riesenschildkröten, ne? Haben unsere Gruppe verloren. Echt? Schön hier auf der Insel aus. Also wenn man sich vorstellt, dass hier vorher ganz Mauritius ausgesehen hat. Also wir laufen hier gerade durch sowas wie so einen kleinen Urwald, aber es ist alles hier wie so Palmenpflanzen, die hier rings um uns rum sind. Das ist richtig cool. When men came to the island, so they brought along with them predators like rats and monkeys. So these predators was eating their eggs and also those monkeys, they were destroying their habitat. This is where we produce all plants for the island. So actually this plant nursery was established in 1997. And at the time, we had to produce 300,000 of plants per year. But now, as the forest and the island are regenerating by itself, we are producing only 3,000 to 4,000 of plants per year. Boah, das sieht schon gut fertig aus, ne? Ist richtig warm hier auf der Insel. Wir sind ja gerade in so einer Pflanzenaufzuchtstation und hier setzen die, also hier werden die ganzen Pflanzen gezüchtet, die später hier auf der Insel ausgesetzt werden. Also alles eigentlich endemische Pflanzen. Und außerdem züchten die auch Pflanzen und sponsern die dann irgendwie an Hotels und an Restaurants und sowas. Wenn die ihren Garten hübsch machen wollen, dass die dann wenigstens endemische Pflanzen nutzen. Das ist richtig cool und ich glaube, wir könnten hier einfach mal ein Praktikum machen. Unser grüner Daumen könnte sich nur verbessern. So. Wir werden besser. Ja, das stimmt. Big Daddy.
Das ist so krass, dann geht man hier diesen Weg und einfach zwischendurch liegt dann so eine Riesenschildkröte da. Wir sind jetzt hier an so einem Museum, wo Figuren ausgestellt sind von Tieren, die mal auf Mauritius gelebt haben, aber meistens wegen Menschen, weil die angekommen sind und die entweder gegessen haben oder den Lebensraum Schrott gemacht haben, weil es die nicht mehr gibt, und die sind so groß zum Teil gewesen. So long ago in Mauritius we had 98% of primary forest, but now we are left only with 3%. So as they were laying only one egg per year, so predators was eating their eggs. And also men, so the sailors, they were killing the dodo and they were eating them, but later they realized that their meat was not good enough, it was smelling really bad. So that's why they had to stop eating the dodo, and they have started eating the long-necked tortoise over there. And with the long-necked tortoise, we were actually killing 500 tortoises like this to get only one barrel of oil. Ja, Leute, so hat Mauritius mal vor 400 Jahren wohl auch ausgesehen. Ja, die Tour haben wir uns nämlich extra aufgehoben für den letzten Tag hier auf Mauritius. Und ja, heute ist der letzte Tag hier auf der Insel. Morgen geht's zurück nach Deutschland und wir fanden es irgendwie ein cooles Ende, irgendwie am Ende der Reise auf der Insel noch einmal zu sehen, wie die Insel früher ausgesehen hat, beziehungsweise ausgesehen haben muss. Also klar, ist wahrscheinlich jetzt nicht nur auf Mauritius hier so der Fall, aber da war es jetzt krass, dass man gerade auf so einer Insel steht, die gerade versuchen, das alles wieder irgendwie so zu retten oder zurückzugewinnen, und dass die einem dann mal vor Augen führen, was eigentlich gerade schon alles passiert ist, also was schon ausgestorben ist. Vor allem, als sie den Satz gesagt hat, ja, die haben wir versucht zu retten, aber hat nicht geklappt, das war so. Das ist jetzt nicht, also das ist... Ja, aber das ist... Also, ich sehe dich so. Das ist zwar das Haus, das ist aber nicht die gesamte Unterkunft, in der wir sind. Wir sind in einem Zimmer dahinter, aber das hat das Coole, dass hier direkt ein Strand dran ist, wo nicht so viele Leute sind. Und wenn Ebbe ist, dann kann man hier einmal komplett nach hinten lang laufen. Ja. Und deswegen sind wir hier. Noch und übrigens so ein Last-Minute-Tipp hier am Ende von der Reise. Nimmt eine eigene Schwimmbrille mit denen. Ja, eine eigene... Das lohnt sich auf jeden Fall. Dann kommt mal mit. Und Herr Wasser. Ah ne, die Brille. Aber du bist mit der Kamera mit runter. Kommt mal mit. Okay. Was jetzt kommt, ist nicht abgesprochen. Ja. Kommt mal mit. Und Herr Wasser. Diese Farben hier an gerade. Das sieht so schön. Ich hoffe, das kommt rüber auf der Kamera. Das sieht so schön aus. Morgen! Morgen! Ja, neuer Tag, wie ihr seht. Ist nicht mehr so düster wie gestern. Ja, und jetzt heute ist dann jetzt wirklich unser letzter Tag hier. Ja, haben wir das schon gesagt, dass gestern war unser letzter voller Tag hier. Ja, ich glaube, wir haben es sogar mehrfach gesagt. Ach so, okay. Und jetzt ist der letzte Morgen und die letzten Stunden. Heute Nachmittag müssen wir erst los. Komm, wir drehen uns nochmal um. Ach, komm, stimmt. Komm mal hier rum. Genau, das ist jetzt der letzte Morgen. Zum Glück ist gut entspannt. Wir müssen also nicht nachts los oder sehr früh morgens, sondern nachmittags müssen wir jetzt erst los. Ja. Sachen sind schon gepackt, die stehen schon im Zimmer bereit. Krass, 2 Monate einfach rum. Das ist so heftig, wie die Zeit einfach gerast ist. Aber es ist so geil, einfach Mauritius so mal kennengelernt zu haben, wie wir es jetzt kennengelernt haben. Also wenn wir überlegen, vorher dachten wir so, ja, es ist viel mit Honeymoon und alles nur so Traumstrände und so. Und jetzt in den Bergen gewesen zu sein, die Wasserfälle und das alles ist richtig, richtig genial. Alle Reisetipps und so, die packen wir auf jeden Fall, also die werden wir alle noch runterschreiben. Die packen wir immer in den Videos dann unten drunter im Nachgang. Ein Fact-Video wird noch kommen. Wir haben bei Instagram gefragt, falls ihr noch Fragen habt zu unserer Reise, dass wir das alles in einem Fact-Video, in einem IGTV auf Instagram dann auch beantworten. Ja. Genau. Okay, dann machen wir jetzt Outro-Time, weil wir haben nicht mehr so viel Platz auf der Speicherkarte. Ja. Okay, das letzte, also das letzte Mal Outro-Time jetzt von der Insel. Ja. Also genießt die Aussicht. Wir auch. Ja. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren.
hier kommt ihr zur gesamten Mauritius Playlist mit allen Videos. Und hier kommt ihr zum letzten Video. Ja. Also nicht vom Kanal, aber vom Mauritius. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss, Mauritius.